Ja, so ähnlich wie Quiche Lorraine. Stimmt, es ist so ähnlich wie Quiche Lorraine. Das war ein großes Stück für Mami. Sawadika! Herzlich willkommen, ihr Lieben. So stehe ich total gern morgens früh auf, Mami. Heute, extra für dieses Frühstück. Heute, wir bis express schnell Frühstück. Ja, total easy, einfach gemacht. Toast, Ei in Käse, was schön cheesy ist, gell? Alles ganz einfach in der Pfanne gemacht. Ja. Perfekt, wenn man morgens nicht so viel Zeit hat. Und wie das genau geht, zeigen wir euch jetzt. Wir brauchen auch nur ganz wenige Zutaten. Die Mengenangaben findet ihr auch nochmal unten in der Infobox, gell? Wir brauchen Vollkorntoast oder Dinkeltoast, was ihr mögt. Das halbieren und vierteln wir. Dann habt ihr so dreieckige, pyramideförmige Toastscheiben. Und die legen wir dann in die Pfanne hinein. Wir stellen sie so auf, gerne auch so schön versetzt. Und dann geben wir 4 Eier zu 130 ml Sahne und vermischen das Ganze gut miteinander. Dann geben wir Salz dazu. Und da, Leute, kommt Muskatnuss. Müsst ihr nicht nehmen, wenn ihr das nicht mögt, aber Mami und ich lieben Muskatnuss. Pfeffer gerne auch noch mit da rein. Nochmal kurz mischen. Dann Frühlingszwiebele. Wieder kurz mischen. Und jetzt Streukäse, Leute. Jede Käsesorte, die ihr mögt. Emmentaler, klassische Gratin, Pizzakäse, Mozzarella, Gouda. Alles, was ihr liebt. Und dann geben wir diese Mischung hier vorsichtig in die Pfanne hinein. Guck. Und jetzt, Leute, könnt ihr die restliche Käse von dem Streukäse, was übrig ist, da gebt ihr das noch schön zwischen die einzelnen Toastscheiben, da auch wirklich so viel ihr mögt, gell? Und ihr habt gesehen, ich mag viel. Gerne auch noch mehr Frühlingszwiebel dazugeben. Und jetzt ist es soweit. Deckel drauf, Hitze an und zwar am besten kleine Hitze. Bei kleiner Hitze 15 Minuten backen lassen und dann habt ihr diese ultra leckere Pizza-Toast-Pfanne. Das ist echt so eine Mischung aus Pizza und Quiche Lorraine. Unten der Boden vom Toast ist so schön angeröstet, hat dieses tolle Röstaroma. Und schaut mal, wie cheesy, wie jüt der Käse ist. Guck mal, wie hoch das geht. Da freut sich Mami schon selber drüber. Das macht so Spaß, das zu essen, Leute. Der Geschmack ist ganz cremig, mild, aber dann auch zugleich so würzig und das ist ganz schlimm, man wird süchtig und kann nicht mehr aufhören zu essen. Müsst ihr unbedingt ausprobieren, gell? Schlimm. Das ist dieses schlimm lecker. Nee. Mhm. Sie kann auch Tomaten. Ja. Kleine schneiden, dann überstreusen auch. Ein bisschen fresh. Boah. Ja. Schnittlauch oder Frühlingszwiebel ist auch sehr gut. Ja. Das ist ganz schlimm, Mami, wirklich. Leute, das macht so schlimm süchtig, ne? So, Leute, für heute sagen Mami und ich vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit uns die Küche gerockt habt. Und wie gesagt, macht das unbedingt nach und wir wollen Feedbacks von euch lesen, gell? Und besucht mich auch gerne bei Facebook, Instagram, schickt mir da gerne Fotos. Ich leite das alles auch immer an Mami weiter, da sind wir total stolz drauf. Ja. Dankeschön, ihr Lieben. Bin ich sehr glücklich, wenn ich lesen und sei, dass die viel auch hat nackt gekocht und so. Ja, freut mich so sehr. Ja, weil das schenkt uns wirklich Kraft, Power und Motivation pur, gell? Dankeschön, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Bleibt so, wie ihr seid.